Das Handy. Das Telefon. Es ist ein scheußliches, unfreundliches, unknatterliches Gerät. Niemand darf das jetzt mitbekommen, was ich Ihnen erzähle. Furchtbar. Dieses teuflische Gerät, was das anrichtet in unserem Gehirn. Es betäubt alles. Und man explodiert innerlich. Mental ist das eine ähnliche Angelegenheit wie die Lobotomie. Man gerät, man gerät schon wieder dieses Wort in eine ganz schlimme Angstattacke. Man wird psychotisch und gelähmt zur gleichen Zeit. Das kann sich vielleicht jetzt gerade niemand vorstellen, aber der Teufel, der schlummert in einem und dann kommt er hoch und übernimmt das Feuer und das Kommando und dann gerät alles außer Kontrolle. Es ist ähnlich wie in der Geschichte von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Was kann man da bloß noch weiteres dazu sagen, außer dass ich dem bald die einzige Möglichkeit sehe, was zu einem Ausweg führen kann. Ansonsten geht man kaputt. Das muss ich einfach sagen. Es gibt nicht diese eine Verkaufsmerei. Ja, da heißt er. Ja, geht in den Wald. Da ist die Natur. Natur. Und das ist so gut. Geht ein. Gut. Aber, was es wohl nicht gibt, hat er eine Quatsch mit dem Teufelsystem Fetter. Mit diesem Teufelsfetter. Mein Gebot ist hinweg. Es macht einen kaputt. Und ich sage mir. Eine Mumie. Dort gelangt das Brötchen dann nicht mehr hinaus. Das Brötchen bleibt stecken und dann ist alles gelähmt. Das Handy ist wie ähnlich. Das Handy ist ein Brötchen. Was ist die Metapher? Ein Brötchenhandy im Halskrakt. Oder nicht? Doch, ich werde, ja, man muss ja selbstsicher sein. Und das bin ich selbstsicher genug, um zu sagen, dass das Brötchen im Hals nicht drauf ist. I'm happy. Es riecht nach Kot hier. Nach Kohl. Kohl. Und nach Kot. Auch im Wald riecht es manchmal nach Kohl. Kot.
Hier ist es nach Rot, jemand hat gesessen.